Wie geht's denn hinauf? Da ist ein Safe wieder. Ein Experten-Safe. Experte kann ich noch nicht öffnen. Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt noch nicht. Schubpatrone, Patrone. Ja, vielleicht den Bunsenbrenner noch. Wir können ja schauen. Skill-Tabelle. Eigentlich könnten wir schon. Nur habe ich es noch nicht gewählt. Na, vielleicht bekommen wir in diesem Dungeon, ich sag mal Dungeon dazu, ein Level und dann. Jetzt hat mich dann hat mich der andere entdeckt. Okay, dann kritisch. Ah, verdammt. Jetzt habe ich keine AP mehr. Zack. Das lief jetzt nicht so geil, wie ich mir erhofft habe. Sturmfeuerzeug. Da ist auch noch was. Steamback Red Eggs. Stromkorkenvorrat. Ah, der nächste Aufzug. Und hier. Ja. Okay, dann fahren wir mal. Moment. Nee. Ich dachte, ich hätte schon die Intelligenz-Wackelpuppe bekommen. Ist mir irgendwie jetzt in den Sinn gekommen, aber war dann doch nicht so. Aber ganz ehrlich, um die Waffe, die ich habe, aufzubessern, müsste ich Intelligenz 6 haben. Das ist ja echt beschissen. Okay, nirgends Supermutanten. Zumindest sehe ich jetzt noch keine. Gefahr. Lol. Näher. Ab mit dem Kopf. Ich brauche auf jeden Fall auch jetzt mal. Also ich muss auf jeden Fall jetzt in Glück mal investieren, damit ich die kritische Leiste schneller auflade. Weil ich kann mir sicher vorstellen, wenn ich da voll bin, dass ich da praktisch jeden zweiten Schlag einen kritischen Treffer machen kann. So, aber warum haben mich die jetzt gesehen? Ich habe ja, ich war nicht laut oder so. Aber habe ich es auch schon da hinten?
Das gibt's nicht. Von wo sehen die mich? Was das? Jemand da? Ich glaube, ich muss erstmal hinaufgehen und die erledigen. Hallo? Bevor ich mich da umschauen kann. Blöde Geräusche. Hier. Geile Aussicht. Muss man sagen. Ah, von hier bin ich gekommen. Kaputt. So, jetzt aber. Cool. Cool. Patrone, Patrone. Kronkorken gefordert. Superkleber. Ja, okay. Ah, war das eine Radiostation mal, oder wie? Auf Menschen, Menschen. Sehnig, knochig, aber lecker. Besser als Brahmin. Oder Käfer. Alles besser als Käfer. Nicht gut. Bruder recht haben. Nicht gut. Ist interessant, Supermutanten beim Essensgespräch zuzuhören. Moment, hier war ich ja schon mal, oder? Ja, ich bin aber links weitergegangen. Das ist jetzt rechts. Wenn ich da jetzt rausgehe, dann sehen mich die da oben. Deswegen werde ich jetzt nicht da rausgehen, sondern gehe weiter nach oben. Sehe nur den. Nee, jetzt habe ich einen zweiten entdeckt. Es sind zwei Supermutanten. Ich darf mich jetzt nicht bewegen, sonst sieht mich zumindest einer. Ich glaube, der backt ein wenig fest. Der läuft dann nur links und rechts. Jetzt! So. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Nee, ich höre noch einen. Mindestens einen höre ich. Vielleicht können es auch mehr sein. So, jetzt kann ich da aber runter wieder mir das ansehen. Moment. Ach, genau. Hier. Was haben wir hier? Ja, nichts. Aber dadurch, dass die jetzt weg sind, kann ich auch hier mal hinter den Tresen schauen. Wir haben hier Stimpak, Red X. Aber sonst nicht von Bedeutung, bis auf diese supermutanten Beinrüstung, aber die interessiert mich ja nicht. So. Schauen wir uns mal in diesem Stockwerk auch noch um. Oder, nee, das haben wir schon mal. Genau.
Klar, hier geht's noch weiter hinauf. Kronkorkenvorrat. Bam, bam, bam. Hackhammerbox ist auch cool. Was haben wir hier? Okay, sieht wie ein Aufenthaltsraum aus. Okay, dann gehen wir weiter hinauf. Das scheint schon. Ich wollte sagen, da scheint schon unser Ziel zu sein. Fist! Ich dachte schon, der kommt her und knallt mich ab. Aber wenn ich jetzt wieder auf Vorsicht bzw. unentdeckt bin. Hierher, Mensch, Mensch, Mensch. Zack! Patrone, Minigun nehmen wir auch mit. Flanke hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber egal. Trinity Tower Zellenschlüssel. Haben wir eine Waffenwerkbank, interessiert mich aber nicht. Gleich. Ich schaue mich hier um. Ah, und hier scheint ein Lift ganz nach unten zu sein. Okay. Wer bist denn du überhaupt? Was zum Teufel machst du da drin? Schnell, hol uns hier raus! Meine Brüder bald hier sein werden. Sie wissen, dass Mensch Turm angreifen. Ihr beide? Supermutanten auch? Ja, den auch. Er ist harmlos. Naja, eigentlich ist er alles andere als harmlos. Aber er wird uns nichts tun. Vertrau mir. Strong nicht Menschen hauen, wenn Mensch Strong und Rex retten. Siehst du? Im Vertrauen? Klar. Ja, im Vertrauen. Was soll schon passieren? Strong hier hat einen neuen Sinn für sein Leben gefunden. Ich wollte diesen armen, unwissenden Kreaturen Kultur beibringen. Ich habe mit Macbeth angefangen. Macbeth. Das fanden die wohl lustig. Alle bis auf Strong hier. Strong, Geheimnis von Menschenkraft, von Macbeth lernen. Milch der Menschenliebe. Strong werden Milch finden. Strong werden Milch trinken. Strong werden geheime Macht von Menschen haben. Ja, ja. Natürlich wirst du das. Als ich ihnen zu langweilig wurde, haben sie mich hier eingesperrt. Nur wussten sie nicht, dass hier drin ein Funkgerät ist. Sie wissen. Du Köder, für mehr Menschen fangen. Was? Warum hast du das denn nicht gesagt? Strong denken, du wissen. Siehst du, womit ich hier klarkommen muss? Ich habe Strong versprochen, ihm dabei zu helfen, die Milch der Menschenliebe zu finden, wenn wir hier rauskommen. Was ist mit Strong? Die Supermutanten mit Strong vor. Vom Turm stürzen. Sie werden wetten, wie oft er wohl aufprallt. Unglaublich. Unglaublich. Lass mich darüber nachdenken. Lass uns bitte raus. Okay. Ein Supermutant, der Shakespeare liebt. Naja. Halten wir Strong. Er weiß den besten Weg raus. Den besten Weg? Da vorne ist ein Lift. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Jemand da? Das werden gute Tage.
Zack, zack, zack. Achso, er ist auch schon da. Okay, dann. Oh, da ist sogar Erste-Hilfe-Zeug. Kann ich mich gleich heilen. Ah. Also, das mit der Licht der Menschenkunde, das könnte ich nicht beenden. Ich dachte, ich könnte diese wilden zivilisieren, indem ich es ihnen beibringe. Ron geglaubt, sie ist das Geheimnis der Kraft des Menschen. Darum will er, dass wir ihm helfen, sie zu finden. Rex. Flügeln werde ich unseren Geist und spreche die Worte des Wahren. Gute Nacht. Ron, ich bin so süß. Verzweifelte Tränen. Oft genug verspielen wir den möglichen Gewinn. Okay, ich glaube, ich brauche hier Waffen. Klug allzu bald, sagt man. Alle Teufel sind hier. Der herben Trübsal will ich mich ergeben. Denn weise sagen, weise sagen. Er bleibt stehen. Warum bleibt er stehen? Wir werden alle sterben, oder? Das Herz am Arsch. Oh. Ah, Strong scheint es nicht ganz so gut zu gehen. Ah, jetzt habe ich schon wieder eine Planke aufgenommen. Ist das hier? Boah. Der ruckelt jetzt einigermaßen. Alle da? Okay. Boah, Alter. Warum ich so einen großen Streuradius mit der Waffe habe, ist mir unerklärlich. Bin ich schon ganz unten? Ja, fast. Aber den Ort kenne ich. Wir sind schon gleich unten. Ich glaube, zwei Stockwerke oder so noch. Ja, ja. Heute kein Kampf. Rex.
Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Warum warst du überhaupt da? Was wolltest du da oben? Ich wollte diesen Supermutanten menschliche Kultur näher bringen, sie zivilisieren. Ich dachte, wenn sie die Größe von Shakespeare erleben, würden sie sich ändern. Und wer könnte ihnen die Augen für die Wunder dieses Barden besser öffnen als Rex Goodman, der beste Schauspieler der Gegenwart? Wie auch immer, ich bin dir sehr dankbar. Ich möchte, dass du das hier nimmst. Bitte entschuldige mich jetzt. Ich sollte jetzt von diesem grässlichen Ort verschwinden. Ich kehre zu WRVR zurück und mach wieder Radio. Und... Noch nicht ganz. WRVR. Das ist nicht Diamond City Radio. Wisst ihr was denn für die letzte Meile an Erfahrung gehe ich zurück nach Sanctuary und gebe die Quest bei Preston Garvey. Also schließ sie ab. Boah, diese Ladezeiten gehen mir auf den Keks. Was ist das für eine coole Spritze mit lila Flüssigkeit, Alter. Ah, jetzt geht's weiter endlich. So, Preston Garvey. Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Meinst du... Wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Hab neues Siedel gesäubert. Ich hab den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Okay. Kaum habe ich eine abgeschlossen, schickte mich schon zu einer anderen. Aber egal, jetzt haben wir einen neuen Level. Bam. So, was könnte ich machen? Ich könnte erste Liga machen. Ich könnte Schmied machen. Ich könnte eben Schloss knacken, wie ich vorher erzählt habe. Ich könnte einsame Umherziehende machen. Boah. Sind halt schon viele Sachen. Glück würde ich ja auch noch irgendwann machen, habe ich gesagt. Alter. Einsam umherziehender bekomme ich weniger Schaden und kann mehr tragen. Bei Schlossknacken kann ich natürlicherweise bessere Schlösser knacken. Bei Schmied könnte ich mir die Waffen so modifizieren, dass sie... Ah, die Waffen, sage ich, die... Ja doch, die Waffen kann ich mir besser modifizieren. Erste Liga, damit meine Nahkampfwaffen mehr Schaden machen. Und halt Glück, damit ich bessere kritischen... mache. Boah. Echt heftig. Wisst ihr was? Machen wir eine Menge Mu. Fangen hier an. Gehen nach unten, oben, unten, oben, so weiter. Also eine Me. Da ist nichts. Warte mal nochmal. Eine Me. Nee.
Okay, ist auch nichts. Ja, Mu. Ja, doch, Mu. Und jetzt nochmal von Anfang an. Und raus bist du. Okay. Einsam um Herz hinter. Ja. Na gut, kann ich auch mehr tragen. Und ich bekomme weniger Schaden, also ist das schon einigermaßen gut. Bam. Boah. So. Ich würde aber mal sagen, ich weiß, ich habe jetzt noch nicht so viel aufgenommen, aber für heute soll es mal gewesen sein. Vielleicht noch Transfer, Bam, Schrott lagern. Wie viel kann ich denn jetzt tragen? 360. Egal. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei der neuen Folge von Fallout 4. Ciao, ciao!